Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. Simon White, der Direktor am Max-Planck-Institut für Astronomie, der wird uns heute von der Lichtspur des Urknalls erzählen. Was für ein Titel! Simon hat Mathematik und Astronomie studiert in Cambridge, war dann in Berkeley, in Paris, in Princeton, in Arizona, überall, wo gepflegt Naturwissenschaft betrieben wird. Seine Fachgebiete, die Schwerpunkte liegen in der Strukturbildung, insbesondere wenn es dann auch um die Ausbildung von Galaxien geht, und in der Kosmologie ganz allgemein, also auch in den Bereichen dunkle Materie, dunkle Energie. Ich denke, das wird alles heute Gesprächsstoff sein in seinem Vortrag, der in der Reihe Kaffee und Kosmos aufgezeichnet wurde im Muffatwerk. Und ich denke, diesem Titel ist nichts mehr hinzuzufügen. Viel Vergnügen mit der Lichtspur des Urknalls. So, heute will ich mit Ihnen über diesem Bild sprechen. Für mich ist das als Astronom und Kosmologe, Astrophysiker, wenn Sie wollen, ist das die schönste, wichtigste Bild der letzten Jahrhunderte und auch der überraschendste Bild. Und warum? Weil das ist ein Bild der Grenzen des gesamten sichtbaren Universums. Mit der Licht oder mit normaler elektromagnetischer Strahlung, wie unsere Teleskopen empfangen, Radioteleskopen, Röntgenteleskopen, optische Teleskopen, können wir nur so weit sehen, bis die kosmischen Wolken. Und durch diese Wolken können wir nicht weiter sehen. Und das ist ein Bild von der Struktur in diesen Wolken. Und es ist ein Bild des Gesamthimmels. So, das ist wie die, ein Kartografierung der Gesamterdoberfläche. Das ist eine Kartografierung der Gesamthimmel. Und das ist nicht mit einem optischen Teleskop gemacht, aber mit einem Teleskop, der die Himmel mit Millimeterwellen kartografiert, so Mikrowellen. Ungefähr eine Wellenlänge von einem Millimeter, wie ein Mikrowellenofen. Und was man sieht dann ist, was man die kosmische Hintergrundstrahlung, die Mikrowellenhintergrundstrahlung nennt. Das ist, was man hier sieht. Und diese Mikrowellenhintergrundstrahlung wurde in 1964 entdeckt durch zwei Ingenieure, die für die amerikanische Telefongesellschaft Bell Telephone arbeitet. Und sie wollten nur Kommunikation mit Mikrowellen erleichtern und sehr empfindliche Geräte dann bauen. Und sie haben herausgefunden mit ihrem Teleskop ein Geräusch, sie können nicht weg von dem Signal rausnehmen. Und dass dieser Geräusch oder dieses Signal war in jeder Richtung auf dem Himmel gleich. Sie hatten sehr schnell entdeckt, es hat es nicht mit der Erde zu tun, nicht mit der Sonne, nicht mit unserer Galaxis, weil in jede Richtung war es genau gleich. Und jetzt, diese Entdeckung war mit dem Nobelpreis, ja, ich habe den ja schon vergessen, ich habe meine Notizen nicht bei mir. In die 70er Jahre hat er einen Nobelpreis für Physik dafür, für diese Entdeckung. Und warum? Weil was diese Strahlung uns zeigt, ist die Strahlung, die kommt zu uns fast direkt von der Urknall selbst. Das ist, wenn Sie wollen, es ist Hitzestrahlung, die blieb übrig von dem Urknall. Und was wir sehen hier, ist kosmische Wolken, die sind wie die Wolken über München heute zum Beispiel. Wenn sie draußen heute war und wo es keinen Regen gibt, könnte man nach oben sehen und man sieht, der Himmel war grau und in jede Richtung ein bisschen anders. Etwas dunkler hier, nicht so dunkel da. Diese Verschiedenheiten, die Variationen in die Dunkelheit, das ist Struktur in die Wolken, weil die Luft unter die Wolken transparent ist.
Und so, wenn wir nach oben sehen, sehen wir die Licht, der in diese Wolken gestreut wurde. Und darum sehen wir ein Stück gestreut in diesem Fall durch die Wassertröpfchen innerhalb der Wolken. So, was wir sehen hier in die Mikrowellen, unser Universum heute ist für Mikrowellen transparent. Und wir sehen ins sehr weit, nicht nur in Entfernung, aber auch in der Zeit, weil der Licht eine endliche Geschwindigkeit hat, braucht es eine gewisse Zeit, eine große Distanz zu überqueren. Und hier sehen wir, ist diese Zeit fast die ganze Leben unseres Universums. So, diese Wolken sind von uns sehr, sehr weit entfernt. So weit, dass als diese Licht, diese Mikrowellen die Wolken verlassen hat, war das Universum tausendmal kleiner als heute und nur ungefähr 400.000 Jahre alt. So, unser Universum heute ist 13,7 Milliarden Jahre alt. Aber was wir hier sehen, ist das Universum bei einem Alter von nur 400.000 Jahre alt. So viel, viel jünger. Und in diesem Zeitpunkt war es auch viel wärmer. Heute ist die Temperatur dieser Strahlung ungefähr 3 Grad über den Nullpunkt. Aber in den Wolken selbst war es ungefähr 3000 Grad, so ungefähr die Temperatur der Sonnenoberfläche. So, was wir hier sehen, ist die Struktur in unserem Universum in diesem sehr frühen Stadium seines Entwicklung. Und man sieht es nicht hier, aber es ist sehr, sehr uniform. So, was man sieht hier, ist die Temperatur in jede Richtung. Und in einige Richtung ist es blau, in andere Richtung braun oder rot. Hier ist es wärmer, da kühler. Aber die Unterschiede sind sehr, sehr klein. Im Durchschnitt ist die Temperatur 2,7 Grad. Und hier ist ein Zehntausendstel wärmer, hier ein Zehntausendstel kühler. So ist wirklich sehr, sehr, sehr uniform, mit nur sehr kleinen Schwankungen in die Temperatur und auch die Dichte und die Druck in diese Wolken. So, in diesem Zeitpunkt, was wir sehen, war es uniform, fast uniform. Mit nur diese kleinen Schwankungen und sehr warm. Und das ist die einzige Struktur, die es da gibt. Das heißt, aus dieser Struktur, das wir hier sehen, ist alle Struktur des heutigen Universums entstanden. So, hier sehen wir unsere eigene Geschichte. Unsere Galaxis, unsere Erde, wir selbst sind aus diesen kleinen Schwankungen in dem frühen Universum entstanden. Das hat natürlich die 13,7 Milliarden Jahre gebraucht. In diesem Zeitpunkt gab es keine Planeten, keine Sterne, keine Objekte, nur diese fast uniformes Gas. So, jetzt komme ich zu dem Planck-Satellit oder sein Ergebnis. So, das war ein Projekt, das war in 1994 begonnen, mit einem Antrag an die Europäische Raumgesellschaft, ESA. Es war 1996 angenommen. Und dann müsste man bis 2009 warten, bis alles fertig gebaut wurde und mit einem Ariane 5 einen Schuss ins All von Kourou bekommen hat. So, man kann nicht sehr nah dran gehen. Hier ist man 2 Kilometer davon weg. Aber als das beginnt, fühlt man den Boden wie so wenn man näher einen Zug ist. Und dann beginnt sehr, sehr langsam und geht nach oben. Und natürlich hier am Rakete selbst, das ist schon 15 Jahre Arbeit, die darauf sitzt. Und es geht langsam nach oben. Es geht nach oben. Sie sehen hier den Trail. Und dann, ups. So, wenn man das nicht vorher gesehen hat, hat man nicht ein gutes Gefühl, wenn es so kippt. Aber es ist nur ein Perspektiveneffekt. Und es war perfekt.
Und es ist sehr weit gegangen. So, hier zum Beispiel, hier ist die Sonne. Und hier ist die Umlaufbahn der Erde. Hier ist unsere Erde. Hier geht die Erde um die Sonne einmal im Jahr. Ein Planet hier, Mars zum Beispiel, das braucht länger, um die Sonne zu gehen, weil es geht langsamer. Und wenn man ein Satellit genau hier hat, hat man nicht nur die gravitative Effekte der Sonne, aber auch einen Effekt von der Erde. Und es gibt einen Punkt hier, die Lagrange-Punkt 2, wo, wenn man ein Satellit hier bringt, ist die gravitative Effekt der Erde genau das, was man braucht, dass als die Erde um die Sonne geht, bleibt der Satellit immer hier. Die Erde kommt bis hier, Satellit ist immer da. So, es begleitet die Erde um die Sonne. Und das ist sehr schön und das ist ziemlich weit von der Erde. Hier auf dieser Karte ist die Umlaufbahn der Mond. Das ist ungefähr so. Das ist viel weiter weg von der Erde als unser Mond, der L-Punkt. Warum soll man hier gehen? Weil das Problem ist, man muss diese Temperaturunterschiede messen. Die sind sehr, sehr klein. Ein Zehntausendstel, ein Grad. Und die Sonne hat eine Temperatur von 5000 Grad, und die Erde eine Temperatur von 300 Grad, auch der Mond hat. So man muss den Apparat von all diesen Hitzequellen schützen, wenn man wirklich eine genaue Messung machen will. So wenn man die Satellit hier bringt, kann man einen Sonnenschirm hier haben und ist die ganze Instrument dann in die Schatten von der Sonne, der Erde und dem Mond. Und darum muss man dann. Aber das hier zu bringen ist nicht so leicht. Aber das hat gut geklappt. Und dann, wie hat man... Das ist Y an der Richtung. Hier ist von der ESA. So, hier ist, ja, man sieht nicht sehr gut, aber Sonne hier, Erde hier, hier ist der Satellit, hier ist der Sonnenschirm, da sind die Spiegel und die Instrumente sind irgendwo in der Mitte da. Und dann, das Instrument rotiert um seine Achse. Und so können Sie sehen dann, wie das misst, weil wenn hoffentlich, ja, leider funktioniert es nicht. Aber was Sie sehen, wenn das funktioniert, ist mit der Zeit dreht die Teleskop um seine Achse und sein Blick Richtung ist ungefähr, Sie sehen die große Spiegel da oben, ist in diese Richtung. So als das spinnt, geht die Blickrichtung um einen Kreis auf den Himmel. Und dann mit der Zeit geht das Teleskop mit der Erde um die Sonne. So dieser Kreis bewegt sich auf den Himmel. Und nach 6 Monaten hat man den ganzen Himmel gesehen. So macht man eine Karte des gesamten Himmels. Es war ein schönes Video, aber es hat nicht geklappt wegen der Technik hier. So, dann hat Planck mit dieser, nach ein halbes Jahr, 9 Karten der Himmel gemacht. Diese sind die 9 Karten. Jede ist eine andere Frequenz. Hier ist eine Frequenz 30 GHz, eine Radiofrequenz. Hier ist der Millimeterbereich und hier ist noch kürzer, 900 GHz. Das ist ein Faktor 30 in Wellenlänge oder Frequenz. Das ist sehr groß, weil was wir sehen optisch ist nur ein Faktor 2 in Frequenz. Von Blau bis Rot ist ein Faktor 2. Hier haben wir einen Faktor 30 in Frequenz. Und Sie sehen, in den verschiedenen Frequenzen sieht man verschiedene Sachen. Was man sieht hier in der Mitte, ist unsere Milchstraße. Und da oben, was man sieht, ist Strahlung von der Elektronen, des Gas zwischen die Sterne und Radioquellen. Und hier in die Hochbereiche, was man sieht, ist Staub zwischen die Sterne. Also das ist Materie innerhalb unserer Galaxis. Wenn Sie hier sehen, außerhalb der Galaxis, sehen Sie dieselbe Strukturen hier und hier und hier und hier. Und das ist die Hintergrundstrahlung. Und man sieht in jeder Frequenz. So, wenn man diese verschiedenen Karten zusammenbringt, kann man die Strahlung des Galaxis rausnehmen, sodass man nur die Hintergrundstrahlung sieht. Und das war natürlich das Ziel des Experiments.
So, nach ein halbes Jahr hat man eine Kombination von diesen neuen Frequenzen gemacht, veröffentlicht. Und man sieht hier nur unsere Galaxis und die Hintergrundstrahlung nicht. So, das ist interessant. Warum? Weil die Struktur der Hintergrundstrahlung gut zu analysieren, das braucht Zeit. Aber für die Öffentlichkeit muss man immer ein Bild haben. Man wollte nicht ein Bild geben, wo die Amerikaner oder die anderen rauslesen könnten, was die Antwort war. So hat man hier eine Kombination, wenn man nur die Galaxie sieht, und die Hintergrundstrahlung ist sehr schön, und die Hintergrundstrahlung nicht sehen kann. Später natürlich, als man die Arbeit gemacht hat, könnte man dann die Hintergrundstrahlung selten machen, jetzt sieht man die Galaxie nicht. So, das ist dann die Strahlung. So, das ist ein Bild unseres Universums beim Alter von hier 400.000 Jahre. Man kann dann darauf fragen, was kann man daraus lernen? Und es gibt drei verschiedene Gebiete, wo man etwas lernt. Man lernt zuerst etwas über die Geometrie. Des Universums. Weil was man sieht, sind Strukturen auf dem Himmel mit einem gewissen Winkel, das ist, ich weiß nicht, 10 Grad auf dem Himmel. Aber es sind Strukturen in die Wolken. Und die Wellenlänge in Zentimeter in die Wolken kann man aus der Physik ausrechnen. Aber wenn man wissen will, wie viel Zentimeter ist 10 Grad, das hängt von der Geometrie des Universums ab. Und was man daraus liest, ist die Geometrie, dass unser Universum ist flach. Die eine Rechtwinkel hat, hat man x, y, Quadrat x plus y, das ist Pythagoras. Das ist nur auf einer flachen Oberfläche richtig. Auf der Oberfläche der Erde zum Beispiel, wenn das 1000 Kilometer ist, funktioniert es nicht, weil es gekrümmt ist. So, das ist die erste Sache, dass man daraus lernt, und so Universum flach ist. Zweite Gebiet, wo man etwas lernt, ist der Inhalt des Universums. Warum? Weil was wir sehen hier sind kleine Schwankungen in der Dichte und Druck in diese Wolken. Das sind die Schallwellen. So, die Eigenschaften von Schallwellen, das hängt natürlich davon ab, was für Materie es gibt. Wie Sie wissen, Schallwellen probieren sich zum Beispiel in Helium anders als in Luft. So, wenn man aus einem Heliumballon etwas einatmet, dann ist das Stimmen ganz komisch. Das ist der Unterschied mit der Geschwindigkeit der Schallwellen, weil der Gas ist anders. So, hier kann man daraus das Inhalt des Universums in diesem sehr frühen Zeitpunkt rausbringen. Und was man daraus findet, ist, dass nur ungefähr 4,5% des heutigen Universums ist normale Materie. Das heißt Atomen. Und alles andere ist etwas anderes. Ungefähr 25% ist, was die Astronomen dunkle Materie nennen. Und wir wissen nicht, was es ist. Und es ist etwas, das gravitative Effekte hat, aber keine andere Wechselwirkung mit normaler Materie. Keine Entladung zum Beispiel, keine elektromagnetischen Effekte. Und wir glauben, das könnte eine neue Art Elementarteilchen sein, aber wir wissen nicht, was es ist. Jetzt stimmt's, oder? Ja, wirklich. Gut, Sie sind noch wach. ist diese dunkle Energie, die ist fast uniform, aber hat die Eigenschaften, dass wenn normale Materie durch den gravitativen Effekt zusammenkommt, diese hat ist wie negativ, wie Anti-Gravity, hat die Effekt, dass es drückt die Materie des Universums weg. Und das ist auch
Es war ein anderer Nobelpreis vor 5 Jahren ungefähr für diese Entdeckung, dass die Ausdehnung unserer Universum in die früheren, in die neuen Nähen Vergangenheit beschleunigt ist. Das heißt, wenn die gravitative Effekte alles wieder zusammenbringt, erwartet man, dass als das Universum ausdehnt, wird es immer langsamer aufgrund der Gravitation. Aber es ist nicht, was man herausgefunden hat. Die Ausdehnung, die in die letzte Hälfte des Alters des Universums ist beschleunigt. Und das braucht eine ganz neue Art Materie oder Energie. Man weiß hier auch überhaupt nicht, was es ist. Man sieht nur seine Effekte. Das sieht man hier in die Hintergrundstrahlung, weil man hat nur ungefähr 30% mit dieser Materie, aber man braucht auch 100%, um das Universum flach zu machen. Das braucht man, diese Karte zu verstehen, aber das braucht man auch, um die Ausdehnung, die beschleunigte Ausdehnung des Universums zu verstehen. So, das ist die zweite Sache. Die dritte Sache ist die Ursprung der Struktur. Das heißt, es gibt ein Muster hier. Man muss dann etwas daraus lesen können, was diese Struktur am Anfang erzeugt hat. Zum Beispiel, wenn man ein Orchester hört, kann man daraus von der Struktur die Sonnenwellen raushören, ob die Geigen spielen oder die Kontrabassi oder die Trompeten. Durch die Frequenzstruktur kann man daraus hören, was der Ursprung dieser Orchesterstück ist. Und aus der Struktur her kann man rauslesen, was der Ursprung dieser Struktur in sehr frühen Universum sein könnte, die sehr frühen Universum, der hinter diese Wolken gesteckt ist. Wir können es nicht direkt sehen. Und es sieht so aus, als ob diese gesamte Struktur eine Konsequenz der Quantenfluktuationen in sehr frühen Universum ist. Und sehr früh, das heißt ein Bruchteil einer Sekunde, vielleicht 10 hoch minus 30 Sekunden nach dem Urknall. Aber sehr, sehr früh glaubt man, dass die Universum durch eine sehr beschleunigte Ausdehnungsphase, das man Inflation nennt, gegangen ist. Und dass in diesem Stadium die Quantenfluktuationen der Vakuum selbst dann sind ausgedehnt, bis sie diese Strukturen, sichtbare Strukturen in der Grenzen unseres sichtbaren Universums geworden sind. So, wenn das die richtige Hypothese ist, dann ist diese Struktur ein Konsequenz der Quantenstruktur des Vakuums in sehr frühen Universum. Und wir sind eine Konsequenz dieser Strukturen. So alles ist dann ein direkter Effekt der Quantenstruktur des Vakuums, ganz am Anfang des Urknalls. So, das ist wahrscheinlich genug für eine Einleitung. So, jetzt passen wir jetzt in die nächste Phase.